Mit dem Beginn des Frühlings tauchen auch die lästigen Allergien wieder auf. Aber was steckt eigentlich hinter diesen allergischen Reaktionen? Und vor allem, wie können wir ihnen entgegenwirken? Wir haben mit Apothekerin Angela Simonek gesprochen, um Antworten auf diese und andere Fragen rund ums Thema Allergien zu erhalten. Während viele die Ankunft des Frühlings kaum erwarten können, bedeutet das für Allergiker oft eine Zeit der Belastung und Unannehmlichkeiten. In einem Gespräch mit Apothekerin Angela Simonek sprechen wir über Ursachen, Symptome und Möglichkeiten zur Behandlung von Frühjahrsallergien. Bei Allergien nimmt der Körper Stoffe als feindlich wahr und reagiert damit und versucht sie einfach aus dem Körper wieder auszuschleusen. Das heißt, wir haben gerade jetzt bei den Pollen, die heuer schon viel früher beginnen als bisher waren wir es gewohnt, dass wir viel später damit erst konfrontiert sind. Durch die unterschiedliche Temperaturlage und das geänderte Wetter haben wir natürlich schon viel früher mit der Allergie zu tun. Der Körper denkt sich, das sind feindliche Stoffe, reagiert mit tränenden Augen, mit Schnupfen und damit sind wir bei der klassischen Pollenallergie. Wir haben es gerade gesagt, auch der Frühling naht. Was sind denn die Stoffe, die Pollen, die momentan hier für die größten Probleme sorgen bei den Menschen? Wir haben jetzt schon begonnen mit den Frühblühern. Das heißt, es sind schon die Hasel ist schon da. Und für die Bienen ist das ein wunderbarer Zustand, weil die natürlich, sobald es warm ist, auch schon das erste Mal ausfliegen können. Für die Allergiker ist es natürlich eine ziemliche Unannehmlichkeit. Es gibt da sehr gute Homepages, zum Beispiel auch von der Med-Uni Wien, wo ein Pollenkalender abrufbar ist. Es gibt auch mittlerweile gute Apps, wo man immer sehen kann, je nach Wetterlage, womit wir gerade konfrontiert sind. Gibt es auch Möglichkeiten, um sich präventiv zu behelfen? Man weiß, man ist allergisch, man sieht im Pollenkalender, oder kommt das auf mich zu? Ja, der beste Weg ist natürlich auch die Vorbeugung, auch in dem Fall bei den Allergien. Es gibt verschiedene Sachen, die wir nehmen können. Das ist auch individuell unterschiedlich, womit man zufrieden sein kann. Ein gutes Beispiel ist ein pflanzliches Präparat, das das Immunsystem unterstützt, damit wir mit den Allergien besser umgehen können. Selbstverständlich ist es ganz wichtig, die Allergene, wenn sie da sind, auch dem Körper zu helfen, dass er sie los wird. Nasentropfen helfen gut und zwar ganz wichtig, extra spezielle antiallergische Nasentropfen. Da geht es darum, dass der Körper wieder besser damit umgehen kann. Wir kriegen wieder besser Luft und ganz wichtig, keine abschwellenden Nasentropfen sollten da verwendet werden. Vorbeugend gibt es verschiedene Präparate, sowohl für die Augen als auch für die Nase. Da kann man wirklich gut gezielt eingreifen. Gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man sich behelfen kann, vielleicht etwas, was man einnehmen kann? Es gibt Mineralstoffe, die uns sehr gut helfen, mit der Allergie besser umzugehen. Laut Studien wissen wir, wenn wir ausreichend Magnesium und Calcium zu uns nehmen, dass wir eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, eine stärkere Allergie zu haben. Das heißt, guter Spiegel Calcium, guter Spiegel Magnesium, Vitamin D spielt auch eine Rolle. Zink ist für die Abwehrkräfte auch der Schleimhaut wichtig. Also es gibt da sehr gute Möglichkeiten, individuell auch vorzubeugen. Was sollte man denn tun, wenn man länger mit den Problemen konfrontiert ist, wenn vielleicht auch das eine oder andere Mittel, das man zu sich nimmt, nichts hilft, man immer noch von den Problemen geplagt ist? Die Allergie kann ein ernsthaftes Problem sein. Das heißt, es ist ganz wichtig, da mit dem Arzt Rücksprache zu halten und auch abklären zu lassen, gegen welche Pollen man allergisch ist, damit man da auch besser arbeiten kann und auch, dass sich die Probleme nicht über das Jahr und über die Lebensjahre verschlimmern. Also unbedingt bitte zum Arzt schauen und abklären lassen. Oftmals gehen dann vielleicht trotz Einnahme von Mitteln die Beschwerden nicht weg oder verschlimmern sich gar. Wo kann man da um Rat ansuchen? Wir sind den Apotheken sehr gerne zur Beratung da. Wir unterstützen gerne mit Rat und Tat. Wichtig ist, individuell hinzuschauen und dann finden wir auf jeden Fall etwas, was das Leben erleichtert.